Also als Kind befindet man sich eigentlich ständig im Vergleich, im Größenvergleich mit allen anderen um sich. Also egal ob jetzt mit den Erwachsenen oder mit den gleichaltrigen Kindern, wo es natürlich immer darum geht, wer ist größer, wer ist kleiner, wer wächst schneller. Aber auch, was kann ich schon machen, was kann ich nicht machen, was erreiche ich aufgrund meiner Größe und was kann ich nicht erreichen aufgrund meiner Größe. Es waren einmal zwei kleine Kinder, die einander kein bisschen kannten. Das eine Kind hieß Ranjit Jadhav und das andere Johanne Johansson. Ohne dass Johanne und Ranjit es wussten, sahen sie beide gleichzeitig im Fernsehen etwas, das hieß Olympiade. Von da an kommt dieser Traum in den beiden hoch, eines Tages an dieser Olympiade teilzunehmen. Und als Ranjit dort ankommt, macht er leider eine für ihn niederschmetternde Entdeckung. Dass der Mann sehr groß und sehr stark sein musste und die Frau sehr klein und so leicht, dass man sie durch die Luft wirbeln konnte. Dann standen sie voreinander und sahen einander an. Ranjit musste weit nach oben schauen, weil Johanne so groß war. Johanne musste weit nach unten schauen, weil Ranjit so klein war. Moment, sagte Johanne. Ich wollte einfach nur zeigen, dass wenn zwei Puzzleteile der richtigen Größe einander finden, dass dann am Endeffekt auch wieder das passende Bild ergibt. Es war, als hätten sie einander ein Leben lang gefehlt und jetzt nicht mehr.